Wieder Raffaelos Race. Back, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freunde, ich habe heute ein richtig cooles Video mit meinem Brudi wieder. Er ist am Start. Und zwar nicht im Studio, sondern wir sind mitten in Paris. Beziehungsweise mitten in Paris ist ein bisschen übertrieben. Wir sind eigentlich so außerhalb von Paris. Am Rande des Randes von Paris. Dementsprechend ist das Internet auch hier ein bisschen schön. Schön, auf Spaß. Jeden Fall. Ich habe gerade geschaut, ich brauche einfach, um dieses Video hochzuladen, 43 Stunden. Ich bin gespannt, ob es das der Wahrheit entspricht. Aber deswegen machen wir heute ganz zicki-zacki, bequem ein ungeschnittenes Video, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe. Das muss ja gleich online gehen. Und ich würde sagen, ich hab legen wir direkt los. Und zwar, es gibt eine Internetseite. Wir werden jetzt einfach nicht, wer würde eher, sondern was würdest du eher. Das heißt, wir müssen beide abstimmen. Würde ich lieber von einem Hochhauchdach pinkeln? Oder der unten sein, der von der Pinkel getroffen wird. Ja, wisst ihr ja schon mal, wer ist. B. Nein, also du. Nein. Okay. Nee, du wärst B. Okay. Leute, ich glaube, ihr habt es verstanden. Achso, und derjenige, der dann den Bereich gestimmt hat, der von der Mehrheit dann nicht gestimmt wurde, das heißt, es wird da immer angezeigt, wie viele Leute quasi für was gestimmt haben, der bekommt von der Mickey Maus Hand eine ordentliche Schelle ins Gesicht. Ich demonstriere es mal kurz. Nein, lauf mal! Meine Frisur. Nee, nein, das bleibt gerecht. Okay, wir demonstrieren es nicht, ihr seht es gleich. Okay, Leute, ich würde sagen, wir legen direkt los. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr es natürlich sehr gerne kostenlos nachholen. Ich meine natürlich abonnieren. Und ja, legen wir los, oder? Ja, du stellst zuerst, aber wir beide antworten. Okay, es fängt eigentlich ganz easy an. Und zwar, würdest du eher einen Stylist haben, der dir jeden Tag dein Haar und dein Make-up macht? Oder einen Modelfreak haben, der dir jeden Tag ein neues Outfit auswählt? Okay, Leute, ihr dürft sehr gerne mitstimmen. Schreibt einfach mal erstens A oder dann B hin. Bereit? Ja. 3, 2, 1, B. Modefreak. Ja, Modefreak. Achso. Okay, wir sagen jetzt A oder B immer. Ja, also beide B. Modefreak, safe. Okay, jetzt, das heißt, und? Ja, wir sind im grünen Bereich. 58% haben quasi Modefreak Gesicht ausgewählt. Deswegen, nein! Wir sind beide richtig. Ja. Okay, wir kommen direkt zum nächsten. Würdest du... Die Nachbarn, die sind ja super laut. Kann ich mal reden? Richtig peinlich. Ich habe heute Videos gedreht, wo ich die ganze Zeit durchlache. Ich glaube, die Nachbarn sind schon so gestört von uns. Okay, also, würdest du eher das Bein von einem Fremden lecken oder den Finger von einem Fremden lecken? Bah, beides widerlich. Das ist richtig eklig. Finger klingt am Anfang auf jeden Fall lecker. Also nicht lecker. Ich meine nicht leckerer, sondern hygienischer. Aber mit dem Finger fasst du ja wirklich alles an. Stell dir mal vor, der hat gekackt und dann putzt er sich ab und rutscht vom Klopapier ab in seine Hülle. So wie du? Nö. Nee, also okay. Ich würde Bein sagen, du? Ich würde Finger sagen. Oh, okay, das heißt, einer wird gleich geschlagen. Dann würde ich den kleinen Finger nehmen, nachdem gewaschen. Okay, und? Nein! 48% haben nur für Bein gestimmt. Wie dumm seid ihr? Bist du nicht ihr, sondern die. Warte, schaust du mich, leg mal kurz dein Handy weg. Nein, du übertreibst nein, mal voll. Ich tut echt weh. Nein, leg mein Handy weg. Du hast keinen Schutz. Ah, mein Ohr. Yes. Es tut ultra weh, Mann. Ich hab extra leicht gemacht. Ah, mein Nacken ist verspannt. Ich bin auch mit der Achterbahn gefahren. Kannst du mir das mal erzählen? Wir sind eine Achterbahn gefahren. Und Raphael, naiv, wer ist, dachte, das ist jetzt eine kleine Trödelbahn, wo man wirklich wieder einfach nur durchtuckert durch verschiedene Welten. Wir sind kurz bevor es losgeht, Raphael holt sein Handy raus und will so mitfilmen. Und ich konnte gerade noch davon abhalten, weil kurz danach ging es in so einem Tempo los mit Loopings. Das und plötzlich krassen. Ultra losgeschossen. Wir haben ein Looping gemacht im Dunkeln und ich hatte meine Jackentasche offen mit meiner Powerbank und alles. Und die ist einfach rausgerutscht. Ich habe die noch so beim Ellenbogen aufgefangen und dann bin ich die ganze Zeit so... so bin ich die ganze Achterbahn gefahren. Und die Deppen haben auch noch ein Foto von mir dabei gemacht. Richtig krank. Richtig peinlich, Mann. Okay, wir machen weiter. Würdest du lieber ein Vampir sein, der sich in eine Fledermaus verwandeln kann oder ein Geist sein, der immer unsichtbar ist? 3, 2, 1, A. Fledermaus. Also wir wollen A oder B sagen. Okay, beide Fledermaus, weil du ganz einfach mal kannst fliegen. Man ist frei. Ja, Frieden. Finde ich auch. Okay, und wir sind grün. Wir sind grün, Leute. Das heißt, 57% haben richtig entschieden. Und wir können weitermachen. Und zwar mit der Frage, würdest du eher 1 Million Euro kriegen oder die wahre Liebe finden? Uiuiui. Okay. Boah, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Okay, 3, 2, 1, B. C. Nee, B auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was die anderen Leute auswählen. Also, wahre Liebe ist unbezahlbar und ja, es ist grün. Leute, 66% haben sich nur für wahre Liebe entschieden. Boah, Alter. Nee, wieso sind die alle so geldfokussiert? Okay, nächste Frage.
würdest du lieber ein Sport, halt, ein Sportstar sein? Also würdest du lieber ein Sportstar sein oder gefeierter Akademiker sein? Ja, Sportstar. Ja. Dann bist du der Held für alle Kinder und Schönfrauen. Okay, wollte ja, safe. Und wir sind grün. 59%. Boah, aber auch nicht. Wir sind gut im Rennen, Leute. Boah, hätte ich aber auch nicht gedacht, dass es so wenig ist. Ich dachte so 80% oder so. Akademiker okay. Ist schon auch ein erstrebenswerter Beruf. Das ist jetzt mega interessant, Leute. Da bin ich gespannt, was ihr abstimmt. Und zwar, würdest du eher betrügen oder betrogen werden? Alter. Ich glaube, die hatte ich sogar schon mal die Frage. Okay, bereit? 3, 2, 1, B. Ja, B. Ja, aber also, man also wir selber würden es auf keinen Fall machen. Wir haben da viel zu viel Respekt vor der Beziehung. Okay, es klingt so schwer zusammen. Leute, wir sind Brüder, man macht sich keine Sorgen. Okay, und 52% nur? Boah, krass. Aber knapp was für Schlingel, 48% würden lieber betrügen. Was für Schlingel. Okay, würdest du eher einen Tag lang klassische Musik hören oder einen Tag lang, wir haben die ganze Zeit die Schläge vergessen. Warum? Ich höre immer, wenn jemand redet. Ja, wie? Richtig. Was? Wir waren auch immer mit dem Grünen. Absolut, wir waren immer richtig. Stimmt das? Au! Hallo, hör auf, Mann! Schreib mal nicht um! Ey, wie asozial war das denn, Mann? Okay, würdest du lieber einen Tag lang klassische Musik hören oder einen Tag lang Schlager hören? Boah, das ist interessant und ich glaube, bei dieser Frage werden meine Eltern mich gleich killen. Bereit? Ja. 3, 2, 1, B. Ja, ich weiß nicht. Nee, das ist jetzt blöd, weil klassische Musik, da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen, aber ich weiß nicht, ich kann mir diese komplett ruhige Musik, kann ich mir nicht so lange geben irgendwie. Ich weiß ja, nicht, da, nicht so ruhige Sachen. Da platze ich innerlich, da werde ich wie so eine vollgeladene Batterie. Aber okay, ja, das ist, jetzt könnte es spannend sein. Jetzt wird es spannend. Okay, irgendeiner muss geschlagen werden. Jeder kriegt schon mal eine in die Hand. Okay. Und? Oh oh. 64% will lieber klassische Musik hören, Mann. Das heißt, nein! Ja, ich mache ja nichts. Ah! Ich höre nichts mehr. Ah, oh, Alter, mein Ohr pfeift ultra. Übertreib doch nicht, Mann. Der war doch nicht fest. Ah, das tut ultra weh. Aber nicht aufs Ohr, okay? Boah, wie krank ist das denn, Mann? Okay, Leute, machen wir noch eine Frage. Und zwar, würdest du lieber dein Haustier essen oder immer auf Fleisch verzichten? Boah, sowas von logisch. Auf entweder auf Fleisch verzichten oder Haustier. Alter, wie makaber ist das denn? Ja, 3, 2, 1, B. Natürlich, Mann. Wer würde man baut so eine Bindung immer auf zu Haustieren. Ja, das ist echt. Boah, jetzt bin ich mal gespannt. Boah, jetzt bitte nicht enttäuschen, Mann. 77% haben sich für. Boah, 23% wollen ihr Haustier fressen. Digga, wie krank sind die? Was haben die für Haustiere, Mann? Fisch. Ja, sagen wir im Aquarium so angeln. Okay, würdest du lieber eine Nacht allein im Wald verbringen oder eine Nacht in einem Spukhaus verbringen? Leute, ich sag jetzt schon mal, ich habe beides schon gemacht. Ich war einmal um 3 Uhr nachts im Wald. Gut, da war ich nicht alleine, Flo war dabei, aber das war auch ultra gruselig. Und einmal war ich mit Bibi und Julian in Schottland im Gruselhaus, im Spukhaus und hab da sogar übernachtet, wo sich die Gemälde dann bewegt haben und so weiter. Ultra krank. Ich kann euch die ja mal verlinken, die Videos. Schaut sie euch mal an. Was war was? Also eine entweder im Wald oder im Spukhaus. 3, 2, 1. A. Ja, safe A. Wald. Und es ist 72% Wald. Ja, da kann man richtig geil zelten und so die Idylle genießen. Was willst du denn da zelten, Alter? Was für eine Idylle, Alter? Weißt du, wie dich das abfuckt? Um 3 Uhr nachts heult irgend so eine Eule rum und so weiter. Okay. Würdest du lieber den Oscar gewinnen oder den Nobelpreis gewinnen? Okay, Oscar ist ja Schauspieler und Nobelpreis ist dann. Also Nobelpreis ist schon mal eine Stufe wichtiger. Ja. Ich, ja, 3, 2, 1, B. B. Auf ja, jeden weil Fall. Nobelpreis heißt ja, du hast irgendwas. Ja, also Oscar ist mega cool auf jeden Fall. Ich hab das auch so nee, gar nicht. Okay, rede weiter. Sorry. Rede weiter. Wo du irgendeine Leistung erbracht hast oder was geschaffen hast, was auch vielen anderen im besten Fall hilft. Oder ja. Ein Wandel für die Welt bedeutet einen guten. Dementsprechend. Ja. Also schon mal unrealistisch für dich. Spaß. Nee, ich will ja genau was er sagt, würde ich auch sagen. Okay. Und was ist es geworden? Es ist 60% Nobelpreis. Krass, wir sind gar nicht mal so schlecht, Leute. Beziehungsweise ich bin eigentlich schon schlecht. Ich habe bis jetzt die ganzen Dresche bekommen. Würdest du lieber nur in der Lage sein, dich an Orte zu teleportieren, an denen du schon warst? Oder nur in der Lage sein, dich an Orte zu teleportieren, an denen du noch nicht warst? Heißt es, dass man auch nicht sich dahin teleportieren kann, wo man schon mal war? Das heißt, wenn du dich an einen Ort, wo du noch nicht warst, hin teleportierst, kannst du nicht mehr zurück. Das heißt, wenn ich auf den Mond will, kann ich nie wieder zurück teleportieren. Auf die Erde. Das ist ja krank, ey.
Ja, Alter, nee. Das ist ja der geborene Film für einen Horror-Movie. Ja, weil dann kannst du alle deine Liebsten, die du irgendwo in einem Land kennengelernt hast, nicht verzeihen. Ja, nee. Nee, auf jeden Fall. Also ich will ja für A, oder? Ja. Ja, okay. Wir waren das von an vielen schönen Orten. Und 58% haben sich für A entschieden. Not bad. Kann man mal machen. Okay, jetzt lest du mal vor. Ja. Und du hast mein Handy kaputt gemacht. Okay, los. Würdest du eher für den Rest deines Lebens nur noch Dramas sehen oder für den Rest deines Lebens nur noch Komödien sehen? Ja, yeah. 3, 2, 1, B. B. Ja. Für Drama, da heult man doch immer nur. Ich will lachen, Junge. Und? Ja, yes. Ist jetzt schon grün. 82% wollen Komödien sehen. Krass, nicht schlecht. Das ist eine gute Quote. Würdest du eher ein Vampir sein oder ein Werwolf sein? Ja, wäre ich auch wieder für Vampir, oder? Ah. Ja, weil wir halt dann wieder fliegen können, ne? Ja. Aber so die ganze Zeit mir so ein Fliegfetisch, Mann. Also Werwolf, also ich wäre gerne Eintagsfliege. So ein Wolf so durch die Steppe rennen. 55%, das war aber ein knappes Rennen. Aber 55% für Vampir. Okay. Würdest du lieber einen Affen als Haustier haben oder einen entsprechenden Papagei haben? Ein Affen. Oder? Ja, eigentlich schon, aber es ist halt auch irgendwie, das sind ja, also, ein Affe als Haustier, das hört sich halt so... Der Justin Bieber hatte doch mal so ein kleines Äffchen und es wurde ihm in Deutschland dann abgenommen sogar, weil er irgendwie keine Rechte dafür hatte. Ich mach B. Ja? Ja. Okay. Oh, das heißt, wir haben wieder ein Stechen. Bitte. Nein, das kann doch nicht sein. 45% haben sich nur für Affe entschieden. Hey Leute, sag mal, seid ihr komplett beknackt? Ich will wenigstens einmal zuschlagen, was ist das denn? Ja, jetzt hau her, aber Alter, ich hab immer noch Pfeifen im Ohr, ne? Nein, doch nicht mit der... Alter, übertreib doch nicht, Mann. Ja, okay, ohne Hand. Was? Wieso von der Seite, Mann? Deine Nase. Ich glaube, ich blute. Das ist unerwartet machen. Okay, nächste Frage. Und zwar, würdest du eher ein berühmter homosexueller Profiathlet sein oder ein heterosexueller Durchschnittsperson sein? Nee, die Frage machen wir weiter, weil die ist richtig kacke. Ja. Ja. Okay, würdest du eher ein... Das ist schon wieder dasselbe. Okay, ich drücke jetzt irgendwas, Leute. Die ist blöd, die Frage. Okay, nächste Frage. Würdest du eher ein Elternteil von Adolf Hitler sein oder ein Elternteil von Osama Bin Laden? Echt, guck mal auch mal weiter. Wir raten einfach, wer sich für was entschieden hat, okay? Ich glaube, die Mehrheit hat sich für Osama Bin Laden entschieden. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, und? Ja, 53% hat sich für Osama Bin Laden entschieden. Hey, was sind okay. Fragen gerade? Würdest du lieber einmal in der Zeit reisen oder jede Nacht das träumen, was du willst? Hä, nochmal. Lieber einmal in die Zeit reisen oder okay. Aber das steht, das Fail-Wort bzw. die Falle ist einmal. Ja, du kannst das heißt, nicht du kannst nur einmal in die Vergangenheit oder einmal nach vorne. Ja. Deswegen würde ich lieber entscheiden, was ich träume. Ja, ich auch. Ja. Das ist aber voll geil. Wobei, eigentlich ist es auch gar nicht so geil, weil dann haben die ja voll den Zauber verloren, wenn du immer schon weißt, was du träumst. Digga, wenn ich aufwache, weiß ich schon nicht mehr, was ich geträumt habe. Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, man kann sich irgendwie 3 Sekunden oder so nur an den Traum erinnern, den Haupttraum. Okay, ja, 53% haben sich auch wie wir entschieden. Würdest du lieber 150 Euro in Münzen haben oder 100 Euro in Scheinen haben? Oh Gott, ist das behindert. Das ist ja die blödste Frage ever. Okay, Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Schreibt ihr jetzt mal in die Kommentare A oder B. Also schreibt in die Kommentare 150 Euro oder 100 Euro. Ich gebe euch 10 Sekunden Zeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 0. Okay. Und A. Ja, A natürlich. Hä? Kann man ja wechseln lassen. Ja, nee, ich check's auch nicht. Kann man... Ich glaube, viele denken so 150 Münzen. Die vergessen aber, dass der Wert 150 Euro ist. Ja, okay. Ja, 73% nur. Gar nicht mal so schlau, Leute. Okay, nächste Frage. Würdest du eher wiedergeboren werden oder in den Himmel kommen? Boah, das ist jetzt eine tiefgründige Frage. Da könnte man sich jetzt ultra lang diskutieren drüber, ne? Ja. Was meinst du? Also, machen wir gleichzeitig oder so? Das ist echt schwierig. Aber ich glaube, ich bin mal B. Ja, ich auch bei B. Also, wenn es einen Himmel gibt, dann... Ich hab gehört, der soll ganz schön sein. Dann ist das, glaube ich, ganz cool. Dann, ja, dann... Ja, man verbindet ja schon... Aber, ja, das ist halt... Aber da kann man jetzt nicht falsch oder richtig sagen, so, weil es sind halt einfach Glaubensgeschichten. Jeder soll das glauben, was er will. Und beide Sachen sind auf jeden Fall cool für mich. Okay, jetzt schauen wir mal. Aber ich glaube, ja, Himmel wird sein. Und? Was? 49% haben nur sich für den Himmel entschieden.
Ey, jetzt müssen wir uns gegenseitig ballern. Jetzt baller ich dir aber erstmal eine. Ja, nee, safe baller ich dir eine. Nicht aufs Ohr, okay? Alter, weißt du, wie du mir reingezogen hast? Ah! Okay, bereit? Drei, ja. Zwei. Ah! Ich hab nicht getroffen, ich hab nochmal. Das war voll auf mein Auge. Au! Alter, okay. Du hast einfach schon bei zwei geboxt. Okay, nächste Frage. Würdest du eher einen unsympathischen Star treffen oder einen C-Promi treffen? Nee, du musst vor, das ist ein sympathischen C-Promi. Einen sympathischen C-Promi, genau. Wir sind ja nicht bei Dschungelcamp. Okay. Ja, weiß ich nicht. 3, 2, 1, B. A. Ich weiß ja nicht davor, dass er unsympathisch ist. Ja. Obwohl er doch eigentlich schon. Aber. Ja, ich weiß, er kann ihn nicht. Egal. Ich argumentiere da jetzt nicht rum. 28% haben sich nur für unsympathischen Star entschieden. Jetzt stehe ich da wie der letzte Tab, ey. Leute, ich würde sagen, weil der Raffi schon so oft falsch war, triffst du diesmal zwei Hände, oder? Okay, los. Drei. Ah! Alter, das sieht voll weich aus, so voll pussyhaft aus. Tut echt weh. Okay, nächste Frage. Okay, letzte Frage. Würdest du eher jemanden heiraten, der hässlich, aber reich ist, oder jemanden heiraten, der hübsch, aber arm ist? 3, 2, 1, B. Ja, klar. Ja, Alter, ich dachte mir gerade, ich hab voll lang gerattert. B. Ja, das ist doch. Ja, und wir haben 79%, Leute. Das ist doch ein schönes Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es unbedingt einen Daumen nach oben. Es war jetzt echt ein bisschen einfacheres Video, aber sorry, ich habe nicht damit gerechnet, dass hier so schlechtes Internet ist. Und lieber poste ich jetzt ein Video für euch als gar keins. Deswegen entschuldigt das bitte. Das nächste Video wird auf jeden Fall wieder richtig knackig. Aber das war auch lustig. Es war mir eine Ehre. Grüßen Sie alle den Peter von mir. Ja, genau. Leute, deswegen in dem Sinne würde ich sagen, ja! Haut rein, genießt euer Leben und wir sehen uns sehr bald schon wieder im nächsten Video. Tschö! Tschüss!